In einem meiner ersten Videos auf dem Luftpumper-Kanal habe ich über Kopfhörer geredet. Und zwar habe ich damals mir von Jabra diese Jabra Elite 75T geholt. Und kurz vorher hatte ich mir die AirPods geholt, die AirPods erste Generation. Das ist jetzt die zweite Generation. Ich hatte mir die geholt und hatte auch ein Video dazu gemacht. Das findet man auch auf diesem Kanal. Und ungefähr 4 Wochen, nachdem ich, ja, weiß ich nicht, 200, 250 Euro dafür ausgegeben hatte, sind die in der Waschmaschine gelandet. Und ich war nicht ganz so zufrieden für Sport mit den Kopfhörern und habe dann nochmal recherchiert und bin dann auf die Jabra Elite 75T gestoßen, die ich jetzt müsste ich nochmal gucken, wie lang das Video her ist, aber mindestens 2,5 bis 3 Jahre hatte. Und ich meine, ich habe sie immer noch, aber getragen habe jeden Tag. Zum Sport, für Reisen, im Büro, den ganzen Tag. Ich habe nur noch diese Kopfhörer benutzt. Ich hatte ja auch nur noch die. Und bin jetzt umgestiegen, beziehungsweise habe jetzt mein Setup nochmal erweitert. Ich habe mir vor einigen Wochen die AirPods Pro zweite Generation geholt. Und ich bin jetzt seit einigen Wochen auch Besitzer von diesen hier, von den Shox Open Fit. Die Marke Shox ist schon ein bisschen älter. Ich glaube, die ist über 10 Jahre alt. Und sie sind dafür bekannt, dass sie Kopfhörer rausgebracht haben, die man nicht im Ohr trägt. Also den klassischen Kopfhörer, den, wie zum Beispiel bei den Jabra hier, die trägt man ja hier im Ohr. Oh, der Akku ist sogar noch da, obwohl ich sie 2, 3 Wochen gar nicht getragen habe. Und sie sind dann in meinem Ohr. Und die Shox sind eigentlich dafür bekannt, dass sie mit der Bone Conduction Technologie, also da geht es hier um die Knochen vom Ohr, dass die Kopfhörer quasi hier sich befinden, also nicht im Ohr, sondern am Ohr bzw. vorm Ohr und über den Schall dann den Sound in mein Gehör bringen. Ich werde da auch nochmal hier eine schöne Grafik einbinden. Und das hat den Vorteil, ersten Vorteil, dass man um sich herum relativ viel hört, weil die Ohren halt frei sind. Und man schützt das Gehör, weil selbst wenn du auf höherer Lautstärke hörst, geht es halt nicht aufs Trommelfell, sondern du beschallst den Knochen hier und ja, schützt somit dein Ohr. Und damit ist die Firma Shox bekannt geworden. Mittlerweile gibt es auch andere Firmen, die das machen, aber Shox ist immer noch so für mich wie Tempo und Taschentücher der Begriff für diese Technologie. Und jetzt seit einiger Zeit gibt es halt diese Shox Open Fit. Und wenn man sich mal das Bild anguckt, dann sieht man auch, dass die etwas anders konstruiert sind. Wir schauen uns das gleich nochmal an mit dem Original, aber auf dem sieht man das schon sehr gut, weil diese Kopfhörer, die sind anders konstruiert. Die sind nämlich nicht am Ohr, sondern die sind auf dem Ohr. Ich habe damals, wann war das? Vor einem Dreivierteljahr war ich in Paris, war ich in einem Kaufhaus und habe die klassischen Shox-Kopfhörer mir angeschaut, die halt mit der Knochentechnologie funktionieren. Ich war mega begeistert, ich fand das mega cool. Ich weiß auch noch, wie ich einfach dann super laut gesprochen habe, weil ich nicht gedacht, also weil ich irgendwie dann vergessen habe, dass ich ja Kopfhörer drin habe und das so laut war und ich war super begeistert. Hab aber bisher mir die einfach nicht gekauft, weil das Budget ist ja immer begrenzt. Man muss ja immer gucken, was hole ich mir diesen Monat. Und bisher sind es einfach noch nicht diese Kopfhörer geworden. Jetzt hat mich vor einigen Wochen jemand von Shox angeschrieben und dann habe ich gesagt, ja, ich würde das sehr gerne mal testen. Ich wollte die sowieso schon kaufen und dann hat er mir welche zugeschickt. Und geworden sind es dann halt, wie gesagt, diese Open Fit. Und die nutzen eine neue Technologie. Und bevor wir darüber reden, mache ich mir die mir ja jetzt mal rein. Also wir sehen hier erstmal, das ist das Case, was man dazu bekommt. Wir vergleichen auch mal das direkt mit den von den AirPods. Also wir sehen, das ist schon noch mal deutlich größer. Von der Dicke ist es, glaube ich, ungefähr gleich. Ja, genau. Aber das ist schon Unterschied in der Tasche. Also die AirPods, die spürt man nicht so richtig, diese Shox. Das merkt man schon, dass man die einfach bei sich trägt. Und man macht das so auf, so als ob man jemandem einen Heiratsantrag macht. Zack. Und hier sind dann die Kopfhörer drin. Und ich merke auch, die fallen jetzt so gar nicht raus. Die sind mit Magneten gut fest.
Und da sind diese Kopfhörer drin. Und jetzt merkt man schon, warum man hier ein bisschen mehr Platz braucht, weil man hier einfach diese Bügel hat. Und dann kann man einfach schauen, links und rechts, das ist markiert, also mit L und R. So sehe ich das auf den ersten Blick tatsächlich immer nicht, welchen ich jetzt nehmen muss. Und dann kann man den sich hier so drauf machen und dann kann man so ein bisschen drehen und dann ist der Kopfhörer drin. Und dann sieht man auch, dass der Kopfhörer halt erstmal auf dem Ohr ist und halt nicht wie das Original von Shox hier vorne, sondern es ist wie beim normalen Kopfhörer. Jetzt machen wir mal nebenbei die AirPods rein, einfach nochmal, um das zu vergleichen. Die AirPods sind halt, wie gesagt, richtig in meinem Ohr drinne. Und die Shox sind aber, die sind nicht richtig drinne, die sind auf, das ist auf meinem Ohr drauf. Ich hatte mir so überlegt, ja, wie vergleiche ich das denn? Mit was kann man das denn vergleichen? Und für mich ist eigentlich der Vergleich, als ob man eine Box an seinem Ohr hat, weil es ist nicht im Ohr drinne, es ist nicht vorm Ohr, sondern es ist auf dem Ohr drauf. Und so, als ob ich mir halt die Musikbox quasi hier dran halten würde. Und das hat dann auch wieder den Vorteil, dass mein Ohr trotzdem noch relativ frei ist. Also ich höre noch sehr viel um mich rum. Es steckt auch nicht ganz im Ohr, sodass ich mein Trommelfell noch ein bisschen schütze. Gleichzeitig habe ich aber nicht mehr diesen Umweg über den Knochen. Und das hat Vorteil und Nachteil. Nachteil ist es halt wieder etwas unsicherer fürs Trommelfell, weil auch wenn ich mir eine Box hier dran halte, dann kann ich trotzdem mein Trommelfell zerstören. Es hat aber auch den Vorteil, dass der Sound besser ist, weil über diesen Knochenschall ist es halt nicht der klassische Sound, den ich beim Kopfhörer habe, sondern es ist ein bisschen dumpfer. Und die Kopfhörer mit dieser Technologie, die Direct Pitch Technologie, da habe ich einen satteren, einen schöneren Sound. Es kommt weder an den Jabra dran, noch an die AirPods Pro. Das muss man einfach eingestehen. Also wer jetzt sagt, ich bin audiophil, Sound ist für mich das Wichtigste, dann kauft ihr bitte niemals diese Kopfhörer, weil die haben keinen ausgezeichneten Klang. Die haben einen guten Klang, das ist vollkommen ausreichend, das klingt jetzt nicht schlecht, das klingt soweit gut, aber also gerade die AirPods Pro 2, also die habe ich jetzt seit ein paar Wochen und das ist einfach ein unglaublich schöner Sound und ich war auch von den Jabra super begeistert und das ist einfach eine ganz andere Welt, aber es hat auch die Shox Open Fit haben halt eine ganz andere Stärken und ein ganz anderes Ziel. Und um auf die AirPods mal ganz kurz zu kommen, die kann ich nicht zum Sport tragen, weil sie mir persönlich immer rausfallen. Jetzt werden hier bestimmt 20 Leute schreiben, ja, aber mir passen die perfekt. Du Glücklicher oder du Glückliche, ich hätte das auch gerne, das ist bei mir leider nicht so, mir fallen sie raus. Die Jabras sind mir nicht rausgefallen oder kaum rausgefallen, sagen wir mal kaum rausgefallen. Und die Shox Open Fit sind für mich wirklich die besten Kopfhörer, die ich jemals zum Sport getragen habe. Wie gesagt, der Sound ist jetzt nicht bombastisch, aber es ist so ein cooles Gefühl. Erstmal muss ich mir keine Sorgen machen, dass die Kopfhörer rausfallen. Also beim Laufen nicht, auch wenn ich hier so springe, da passiert gar nichts. Da kannst du, ich komme näher ran, hier kann ich machen, was ich will. Der fällt nicht raus. Da kriege ich schon eher, wird mir hier schon ein bisschen schwindelig, als dass da irgendwas mit den Kopfhörern passiert. Und das gibt mir so viel Freiheit beim Sport, dass ich mir einfach keine Gedanken darum machen muss, dass meine Kopfhörer rausfallen. Also ich hatte jetzt auch die AirPods ein paar Mal mit und da gibt es diese Übung, wo man das Seil nimmt und dann macht man hier immer diesen hier. Und da fallen einfach die Kopfhörer so nach 5 Sekunden raus. Ich bin einfach ständig damit beschäftigt zu unterbrechen und die Kopfhörer wieder reinzustecken. Und bei diesen Kopfhörern habe ich einfach gar kein Problem damit. Also darum sind es für mich einfach wirklich die besten Sportkopfhörer, die ich jemals getragen habe. Und sie sind gleichzeitig auch noch super bequem, weil sie halt hier diesen Bügel haben. Sie stecken nicht so tief im Ohr drin. Bei den Jabras hatte ich dann immer, dass nach einiger Zeit dann auch mein Ohr wehgetan hat. Und mit den Kopfhörern bin ich hier auch 1,5 Stunden oder so gelaufen. Hatte keinerlei Probleme, Beschwerden. Also das war wirklich mega. Und was jetzt auch der allergrößte Vorteil ist, der noch hinzukommt zu dieser Bequemlichkeit, ich habe noch nie so viel um mich herum gehört. Jetzt muss man gestehen, die AirPods Pro 2, haben einen richtig guten Transparenzmodus, der wirklich exzellent ist und wo man auch nicht ständig das Rauschen vom Wind multipliziert hört.
Aber hier höre ich noch mal viel mehr und ich höre es auch in echt, weil die AirPods ja im Endeffekt das aufnehmen mit dem Mikrofon und mir dann reinspielen. Hier höre ich den echten Sound. Ich höre plötzlich die Vögel um mich rum, ich höre Autos um mich rum, vor allem Fahrradfahrer, die von hinten kommen. Also ich wohne in einer Stadt in Hannover und dann sind doch immer viele Fahrradfahrer auch in den ländlicheren Gebieten, wo ich dann unterwegs bin zum Laufen. Und es ist irgendwie ein ganz neues Gefühl, einfach so viel um sich rum zu hören. Was man allerdings sagen muss, was für mich beim Sport so der einzige Schwachpunkt ist, wie gesagt, ich höre alles um mich rum, sie sind sehr bequem, der Sound ist für Sport für mich vollkommen ausreichend, da ist für mich auch nicht die Soundqualität im Fokus und ich möchte halt die Musik hören oder meinen Podcast hören, also Podcast geht auch sehr gut, höre ich auch sehr gut. Jetzt kommt aber so für mich das kleine Manko und ich weiß, warum es so ist, wie es ist, aber es ist schwierig. Also, gesteuert wird hiermit. So, also per Touch. Wenn ich hier so einen Doppelklick mache, dann passiert was. Wenn ich länger drücke, dann passiert auch was. So, jetzt ist hier auch, glaube ich, Musik gerade angegangen. Oder Podcast, genau, dann machen wir mal Pause. Und jetzt stecke ich mir das nochmal ins Ohr. So, und ich komme jetzt ganz nah dran. Und man sieht hier ein bisschen, das ist beweglich, ne? Also, das bewegt sich hier und es ist nicht so fest. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel mir den anderen Kopfhörer reinstecke, der steckt ja schon im Ohr. Da kann ich so viel, also da drücke ich das eher noch mehr ins Ohr. Aber es ist sehr einfach zu bedienen. Hier ist auch das ist der Knopf und da kann man, glaube ich, einmal, zweimal, dreimal drücken. Ich weiß gerade gar nicht genau. Und erstens gibt es hier nur das Doppelklick und das lange gedrückt lassen. Das lange gedrückt lassen klappt relativ gut. Also ich lasse halt länger gedrückt. Da kann nicht so viel schief gehen. Dann macht es einmal so und dann weiß ich, okay, es hat funktioniert. Ich kann das auch einstellen, dass links und rechts unterschiedliche Sachen passieren. Es ist so ein bisschen vorgefertigt. Man kann es nicht komplett individuell gestalten, aber man kann das einstellen. So. Aber wenn ich jetzt am Laufen bin, so ich laufe, 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 laufe und dann möchte ich hier so was steuern. Und das ist sehr filigran. Ich muss dann genau treffen und das ist ein bisschen kompliziert. Und was eigentlich noch viel, also was eigentlich das Schlimmere daran ist, ist nicht, dass ich irgendwie dann nicht treffe, das funktioniert, sondern man schwitzt mal am Ohr, man hat mal was am Ohr. Und dadurch, dass das ein sehr empfindliches Touch ist, passiert mir das einfach wirklich regelmäßig, so dass ich es hier nenne, dass ich dann hier gegenkomme und dann mache ich plötzlich den Song aus oder ich mache den nächsten Song an oder ich mache aus Versehen lauter, leiser. Und das macht mich verrückt. Und das ist halt um den Jabra nochmal rauszuholen, das ist halt hier, jetzt fokussiere, ein richtiger Knopf, den ich hier drücken kann. Und da kann man nicht aus Versehen, also wenn ich da passiert nichts, da muss ich schon reindrücken. Und auch bei den AirPods ist es so, bei den AirPods, bei den normalen ist es nicht so, aber bei den Pro muss man auch hier immer drücken. Also das Einzige, was man steuern kann, ist, dass man hier so hoch und runter berührt. Damit kann man lauter und leiser machen. Das passiert mir auch manchmal, das nervt mich auch. Aber hier ist man sehr empfindlich in der Steuerung und vor allem in der Aus-Versehen-Steuerung. Und da hoffe ich, dass sie da einfach noch eine bessere, eine schönere Lösung finden, weil das gefällt mir nicht so gut. Wo wir schon beim Laufen sind, ich habe mich auch beim Laufen einmal aufgenommen, um mal den Mikrofonsound zu hören, um mal zu gucken, wie der ist. Und ich habe auch mal Leuten eine Sprachnachricht geschickt. Ich würde sagen, beim Laufen haben sie mich nicht so gut verstanden. Aber nach all der Erfahrung, ne, alle Kopfhörer, die ich hier habe, die sind alle scheiße. Auch wenn der YouTube-Algorithmus das Wort nicht gut findet, ne, aber die sind alle scheiße. Egal ob AirPods Pro, Pro 2, Jabra, die haben alle ein Kack-Mikrofon, aber ist ja auch klar, es ist einfach hier oben und hier ist mein Mund, hier rede ich. Und wie soll jetzt der Sound in guter Qualität von da nach da kommen? Ich brauche dann halt schon so ein Headset, was hier an meinen Mund geht. Oder wie beim iPhone gibt es ja auch die Kopfhörer, diese klassischen mit Kabel, wo dann hier das Mikrofon ist. Dann hat er natürlich auch viel besser meinen Sound. Und das funktioniert hier halt nicht. Und ja. Wir spielen das Video jetzt einmal ab. Ja, hier mache ich jetzt eine Testsprachnachricht mit den Shox OpenFit. Ich sitze zu Hause vor dem Fernseher, das heißt, das sind hier keine Windgeräusche, aber man könnte eventuell den Fernseher im Hintergrund hören. Ja, hier nehme ich jetzt mal eine Sprachmemo auf mit meinem neuen AirPods Pro 2. Ja,
Erzähle ich jetzt einfach mal ein bisschen was. Mal leiser ein bisschen, mal ein bisschen lauter. Und da sieht man halt, wenn man mal kurz jemandem ganz schnell was schicken muss, Schatz, kannst du mal schnell die Brötchen in den Ofen schieben oder sowas, dann kann man da mal kurz antworten oder hey, ich komme 10 Minuten später, weil man nicht tippen kann beim Laufen. Aber so unterwegs funktioniert sowieso nicht. Im ruhigen Raum ist es okay. Also ich glaube, wenn man die mal für ein Meeting benutzt oder so, ist das, glaube ich, in Ordnung. Aber kauft euch bitte lieber richtige Kopfhörer, das freut auch den Gegenüber. Ich persönlich bin kein Fan von diesen ganzen Kopfhörersachen, Kopfhörermikrofonen. Auch wenn die mal, da steht ganz oft hier bei Jabra auch Crystal Clear Sound. Also wenn das Crystal Clear ist, dann möchte ich den Kristall nicht sehen. Sorry, also Mikrofone. Es ist okay, es ist genauso gut und schlecht wie alle anderen. Dann sagt Schox, ich habe es mir hier aufgeschrieben, bis zu 28 Stunden Musikgenuss, bis zu 7 Stunden Akkulaufzeit mit einer einzigen Ladung. Also wie gesagt, wenn ich jetzt nur diesen Kopfhörer hier nutze und ich setze mich in den Zug, kann ich 7 Stunden am Stück damit hören. Dann kann ich den Kopfhörer reinmachen, packe ihn in meine schöne Box rein, zack, dann lädt er wieder auf und dann lädt er im Endeffekt 3-4 Mal vollständig auf und dann muss ich die Box ans Akku machen. So, da kommen wir auch gleich noch zu. Hier haben wir einen schönen USB-C, sprechen wir gleich nochmal drüber. Ich habe die, glaube ich, nach 2 Wochen jetzt das erste Mal aufgeladen und hat alles funktioniert. Ja, hier ist halt auch so eine kleine Anzeige. Ich glaube, wenn man das aufmacht, dann leuchtet das, glaube ich, gleich grün. Genau. Und was mein Problem war, ist, ich habe nicht gesehen, dass das leer ist. Also bei den AirPods zum Beispiel, die sind natürlich im Apple-Ökosystem, ich habe ein iPhone, dann sagt er mir irgendwann ja oder dann sehe ich ständig, ja, dein Akku ist gleich leer. Und manchmal macht er auch so bübübüm und dann sehe ich, dass der oder höre ich, dass der leer ist. Und auch bei den Jabras, da gab es auch nur hier eine Leuchtdiode. Aber der hat, und ich glaube in den Kopfhörern auch, dann hat das hier irgendwann rot geleuchtet und der hat sich auch immer gemeldet. Und hier hatte ich das Problem. Irgendwann hat sich mein iPhone nicht mehr verbunden. Dann dachte ich so, hä, was ist denn jetzt los? Und dann habe ich gemerkt, ach so, sowohl das Case als auch die Kopfhörer sind leer. Ja, und dann habe ich das nicht gemerkt. Und das habe ich auch in einigen Bewertungen gelesen, dass die Leute nicht sehen, wann die Kopfhörer leer sind. Also ist die Empfehlung hier, dann einfach proaktiv, vorsorglich alle paar Tage mal ranstecken und nicht warten, bis einfach alles leer ist. Ob es jetzt genau 28 Stunden gehalten hat, das weiß ich nicht. Ich würde jetzt gefühlt sagen, ich habe jetzt nicht 28 Stunden Musik gehört, aber das ist vollkommen okay. Die Kopfhörer macht man eh immer wieder rein. Ich benutze das nur zum Sport, das heißt maximal irgendwie 2 Stunden, die man die Kopfhörer am Stück drinne hat. Wenn du jetzt sagst, ja, ich möchte aber 8 Stunden damit im ICE sitzen, dann muss man vielleicht nochmal überlegen. Ich weiß jetzt aber auch gar nicht, wie der Akku bei den anderen ist, weil mir reicht das, wenn ich 3 Stunden oder so Akku habe, dann habe ich 90% meiner Anwendungsfälle irgendwie abgedeckt. Und was hier besonders cool ist, ich kann die Kopfhörer einzeln benutzen. Also sie haben keinerlei Interaktion miteinander. Vor- und Nachteil zum Beispiel bei den AirPods, wenn man dann einen Kopfhörer entfernt, dann geht der andere auch aus. Das ist so ein Sensor, so nach dem Motto, ah, der nimmt den gerade raus, der will jemandem zuhören. Das ist hier nicht, das hört man die ganze Zeit einfach weiter. Schätze ich weder positiv noch negativ ein. Also das ist für mich, ja, hat Vor- und Nachteile, ist für mich kein konkreter Verlust. Was ich aber hier cool finde, ist, wenn ich den einen wegnehme, kann ich jederzeit mit dem anderen Musik hören und das Mikrofon benutzen. Bei den Jabras ist es zum Beispiel so, da ist der rechte Kopfhörer immer die Mutter. Also das ist quasi der Chef und wenn ich rechts drinne habe, kann ich auch links reinmachen. Und ich kann auch mit rechts alleine hören, aber ich kann nicht nur mit links hören. Das heißt, ich bin immer gezwungen, den rechten zu benutzen. Und wenn jetzt mal zum Beispiel die Kopfhörer sich dem Ende neigen, ich das Ladecase dabei habe, dann kann ich zwar den linken einstecken, um den zu laden, aber wenn jetzt dann der rechte auch leer ist, dann kann ich nicht mehr mit dem linken hören. Das ist ein super Nachteil, wirklich. Gerade wenn man dann mal in so einer Situation ist, wo es leer ist, beim Schox kann man einfach den einen schon mal nutzen und aufladen. Und das ist für mich dann wiederum ein großes Pro. Was ich an den Kopfhörern auch ein bisschen schwierig finde, aber da gibt es, glaube ich, auch keine Lösung für, das ist einfach das System, wie es ist, wenn ich mir jetzt nochmal meine AirPods nehme. So, also ich habe jetzt hier meine Hand, ne? Nehme die mit einer Hand, stecke die rein. Also das ist die einfachste Bedienung der Welt, das funktioniert. So, jetzt machen wir das mal umgekehrt. Ich nehme die Schox, nehme ich hier raus, das geht mit einer Hand, okay.
So, und jetzt habe ich hier den Kopfhörer. In dem versuche ich jetzt mit einer Hand reinzumachen, mit links. So, das funktioniert irgendwie. Mit Krampf habe ich es drin. Aber ist nicht geil. Also es ist nicht so schön. Das heißt, eigentlich nehme ich immer beide Hände, nehme oben den Bügel, stecke den mir ein bisschen rüber und drehe es dann rein. Und dann habe ich es drin. Und das habe ich gemerkt, gerade beim Laufen. Was zum Beispiel eine Sache ist, manchmal ist mir hier ein Tier reingeflogen, weil hier halt ein bisschen Platz ist. Und dann war da ein Tier drin. Oder dann ist da Schweiß gewesen oder so. Weil dadurch, dass halt hier der Raum frei ist, spürt man da natürlich auch mehr, als wenn man so einen Pröpfel drin hat. Und dann kann man nicht einfach hier so drin rumfummeln. Das funktioniert nicht. Man kommt da nicht so richtig dran. Und wenn, dann stellt man einfach die Musik weiter. So, das heißt, ich muss das kurz abnehmen. Und dann habe ich das Problem. Wie kriege ich denn das jetzt wieder rein beim Laufen? Dann muss ich hier irgendwie da rumstecken, dann habe ich aber meine Brille noch, dann habe ich meine Cappy immer auf und dann bin ich mit der Laufbrille gelaufen. Dann musste ich erst die Laufbrille runternehmen, weil ja hier der Bügel ist. Und dann musste ich das so beim Laufen irgendwie. Und dann dachte ich so, ja, okay, Punkt in meine Notizen-App geschrieben. Da ist ein bisschen kompliziert. Das ist bei den anderen einfacher, dafür sitzen sie halt bombenfest. Ja, muss man einen Blick haben, ist jetzt für mich kein Kaufkiller, aber ist einfach eine wichtige Info, ist einfach ein bisschen von der Usability ein bisschen komplizierter, wenn man die mal rausnimmt, während man irgendwie unterwegs ist oder wenn man vielleicht auch nur eine Hand hat und sagt, okay, ich möchte möglichst einfach meine Kopfhörer reinnehmen, dann sind die AirPods und die Jabra mit einer Hand einfacher anzuschließen als mit zwei. Was man hier auch noch erwähnen kann, ist, jetzt könnte man natürlich denken, oh, die sind ja so ein bisschen wie ein Lautsprecher. Jetzt hört ja jeder alles um mich rum. Das konnte ich nicht feststellen. Also klar, wenn ich auf volle Pulle mache, dann höre ich die Musik. Das höre ich aber auch bei allen anderen Kopfhörern. Also habe ich noch nie gehört, dass ich bei jemandem die Musik nicht gehört habe. Als U-Bahn-Fahrer oder ehemaliger täglicher U-Bahn-Fahrer kann ich bestätigen, wie viele Kopfhörer ich gehört habe. Das ist hier. Ich fand es sogar sehr gut. Also ich habe da mal jemandem anderen die gegeben und dann gehört. Und ich dachte so, ja, ich höre nicht so viel. Also dass die Übertragung an andere ist relativ gering. Da braucht man sich keine großen Sorgen machen. Was bei den Kopfhörern Segen und Fluch zugleich ist, sie sind ja, haben ja diese Open-Fit-Technologie oder die Open-Ear-Strategie. Ich finde das super geil zum Laufen und zum Sport. Es ist mega cool. Oder wenn ich mal gerade irgendwo unterwegs bin im Straßenverkehr, wo ich das brauche. Was hier allerdings der Nachteil ist, es ist halt immer so, ich kann es nicht ausstellen. Ich höre sehr gut um mich rum. Man muss sich da auch ein bisschen dran gewöhnen. Im Fitnessstudio habe ich dann plötzlich ganz viele Dinge um mich rum gehört, die ich auch hier nur hätte ausstellen können, wenn ich auf sehr laut mache. Aber das ist ja der Vorteil an diesen Kopfhörern. Das fand ich auch sehr schön, dass ich mal irgendwie, ich war mehr im Hier und Jetzt dadurch und habe einfach mehr um mich rum mitbekommen, was ich irgendwo sehr schön fand. Warum ich aber zum Beispiel mir die AirPods Pro gekauft habe und nicht die AirPods, ist die Noise-Cancelling-Funktion. Und die ist halt bei denen hier wirklich extrem gut. Und ich nutze sie auch gerne in bestimmten Situationen. Zum Beispiel, wenn ich arbeite und mir gegenüber jemand ein Meeting hat. Dann will ich den nicht hören, dann will ich meine Ruhe haben. Dann mache ich mir die Kopfhörer rein, mache mir leise Musik an und schließe mich ab. Oder wenn ich in der U-Bahn sitze. Also zum Beispiel Shox verkauft das als Vorteil. Ja, du kannst in der U-Bahn alles um dich rum hören. Ich will die Leute um mich rum nicht hören. Ich will meine Ruhe haben in der U-Bahn. Ich will, gerade wenn ich meine Standardstrecke fahre, dann interessiert mich das nicht. Dann Musik an, Welt um mich rum aus. Und das ist perfekt. Genau das will ich haben. Und hier gibt es halt kein Noise Cancelling. Das ist quasi Anti-Noise Cancelling. Und dessen muss man sich bewusst sein. Und darum ist es für mich auch so, dass die Shox für mich persönlich eine Ergänzung zum Kopfhörer im Alltag sind. Also ich liebe sie zum Sport. Ich werde die jetzt dauerhaft weiter tragen. Ich finde die wirklich richtig geil. Aber ich würde sie im Alltag nicht so tragen, weil, wie gesagt, ich die Vorteile von den AirPods überall da, wo sie mir nicht rausfallen, einfach mehr wertschätze. Also ich habe einen besseren Sound und ich habe halt das Noise Cancelling. Und dessen muss man sich einfach bewusst sein. Und um hier so ein bisschen die Brücke zu schlagen, zum Beispiel die AirPods Pro 2 kosten 250 € Normalpreis. Habe ich jetzt zwar nicht bezahlt, habe sie im Angebot bekommen, aber trotzdem haben sie diesen Originalpreis. Die Shox liegen bei knapp 200 €
Originalpreis. Es gibt sie auch ein bisschen günstiger, wenn man manchmal schaut, aber das ist der normale Preis, 200 Euro. Und das war auch immer der Grund, warum ich mich bisher nicht überwinden konnte, mir die Kopfhörer zu kaufen zum vollen Preis, weil ich immer für mich gesagt habe, okay, das ist ein mega cooles Konzept, das ist ein mega cooles Konzept zum Sport. Übrigens sehe ich auch immer einen Dude, der in der Sauna mit den Shocks unterwegs ist. Es gibt auch extra welche zum Schwimmen. Also die gehen nicht kaputt, also würde ich mich jetzt hier mit denen nicht trauen, aber der macht das. Das heißt, die haben ihre Daseinsberechtigung, aber für mich persönlich sind sie eine Ergänzung. Und da konnte ich mich bisher noch nicht überwinden, den vollen Preis einfach für zu bezahlen. Wer jetzt sagt, ich habe Kohle ohne Ende oder ich möchte einfach überall die perfekte Lösung für mein Musikhören haben, mega geil. Ich persönlich empfehle das für Sport ohne Ende, aber es gibt auch genügend Leute, die diese Shocks einfach Tag und also für alles tragen. Und dafür sind sie nicht die richtige Lösung. Aber da muss ich auch wieder andersrum sagen, die AirPods sind es halt auch nicht. Also, weil die fallen mir halt beim Sport raus und dann kann ich sie halt nicht tragen. Darum waren bisher immer für mich die Jabra, darum habe ich die auch so lange genutzt, also erstmal, weil sie super sind, aber die sind für mich immer bisher der beste Mittelweg gewesen, weil zwischen Sound, Noise Cancelling und Sport, sie waren halt irgendwo dazwischen. Und Shocks macht für mich das Perfekte auf der linken Seite, auf der Sportseite. Und die AirPods machen für mich das Perfekte auf der anderen Seite, auf der, sagen wir mal, Entertainment-Seite. Und darum sind sie für mich beide quasi die Spitzenreiter, sage ich mal, in ihrem Gebiet. Und das kann ich so als subjektives Gefühl mitgeben. Gebt mir da gerne mal euer Feedback, wie ihr das seht in der Einschätzung mit den beiden Kopfhörern. Kommen wir zum Schluss noch zu zwei, drei Kleinigkeiten. Das erste ist, es gibt eine App. Das finde ich super. Da kann man so ein paar Sachen noch einstellen. Den Sound kann man ein bisschen anpassen, auch für verschiedene Sachen, irgendwie Podcast hören, Musik, mehr Bass. Das Gerät hat auch Multi-Point-Connection, also ich kann mehrere Geräte verbinden. Auf der Website stand es ein bisschen anders, aber das funktioniert. Man muss es nur in der App einmal aktivieren. Das funktioniert auch soweit ganz gut. Ich persönlich finde den Connection, also den Verbindungsprozess ein bisschen, also den darf man nicht vergessen, weil man macht das ja nicht so oft, weil man muss nämlich die Kopfhörer nehmen und dann muss man da länger, also sie müssen in der Box bleiben und dann muss man da länger drauf drücken und dann fangen sie an, sich zu verbinden. Ich hatte halt mein iPhone verbunden und wollte dann, weiß ich nicht, mein iPad oder mein Laptop verbinden und dann stand ich da und dachte so, ja, wie ging denn das jetzt? Weiß ich nicht mehr. Da musste ich erstmal googeln und dachte ich, ach, so ging das. Ja, ist ja nicht kompliziert, aber ich weiß es nicht mehr. Also da habe ich es einfach vergessen und zum Beispiel bei den Jabra, wenn ich mich richtig erinnere, genau, da musste man auch, tatsächlich musste man auch auf die Kopfhörer draufdrücken, aber irgendwie war es da für mich, irgendwann hatte ich es drinne, aber das war so ein Punkt. Eine Sache noch, die so nerdig ist, erstmal haben die Shocks USB-C. Also das ist schon mal sehr gut, kann ich immer befürworten, dann weiß man, die sind auf dem Dampfer der Zeit, die sind dabei. Aber was mich wieder gestört hat, ist, das Kabel war USB auf USB-C. So, und für mich kann mittlerweile alles USB-C auf USB-C sein. Oder sie stecken beides mit rein. Das finde ich dann immer ein bisschen ja, rückständig. Dann landet das Ding bei mir im Schrank und wird halt nie wieder benutzt. Ja, ist eine Kleinigkeit. Kann man drüber meckern. Ich mache es ein bisschen, aber die meisten wird es wahrscheinlich nicht stören. Was für Brillenträger vor allem interessant ist, kann ich jetzt eigentlich diese Kopfhörer mit der Bügeltechnologie mit meiner Brille tragen. Und da kann ich sagen, ja, das geht auf jeden Fall. Also jetzt holen wir mal meine Brille hier. Das geht auch mit einer Laufbrille. So, habe hier meine Bügel, ja, klassisch. Und das war jetzt links, genau. So, machen wir mal zusammen hier. Und das geht genauso rein wie ohne Bügel. Also die sind sich nicht wirklich im Weg. Und jetzt kann ich auch das abnehmen. Und dann kann ich die Brille auch wieder aufsetzen und es ist eigentlich egal, wie rum man sieht, die stören sich hier nicht. Und auch der größere Bügel bei meiner Sportbrille, das ist gar kein Problem. Also da braucht man sich als Brillenträger, Brillenträgerin gar keine Sorgen machen. Kommen wir zum Fazit. Also ich war oder bin auch immer noch sehr begeistert von den Shocks OpenFit. Für mich sind sie einfach wirklich der beste Sportkopfhörer, den ich bisher hatte und ich hatte schon einige Kopfhörer. Sie haben gerade in diesem Bereich, wo man sich viel bewegt, Laufen, Fahrradfahren, Fitnessstudio, einfach super viele Vorteile und das
Open-Ear-Konzept gefällt mir sehr gut, weil man einfach alles um sich herum hört und gerade wenn man laufen ist und so, dann sollte man schon seine Umgebung mitbekommen. Auf der anderen Seite hat sie auch viele also haben die Shocks auch viele Nachteile, die zum Beispiel so ein AirPod Pro einfach auf der anderen Seite als mega Stärke hat. Noise Cancelling, perfekter Sound, sie sind einfach zu bedienen, weil ich sie mit einem Ohr, also relativ einfach einstecken kann. Auch gerade so ein AirPod in der Umgebung von Apple. Du steckst einfach den Kopfhörer in dein Ohr und da, wo du, auf welchem Gerät du den Sound anmachst, da kommt dann der Sound. Das sind alles halt Vorteile, die so ein AirPod hat oder die auch andere Kopfhörer haben. Aber Shox hat halt eine Nische gefunden, in der sie einfach spitze sind. Und darum sage ich wirklich ungelogen, der für mich bisher beste Sportkopfhörer, den ich habe. Ja, sie haben nicht den perfekten Sound, aber der Sound ist gerade zum Sport einfach vollkommen ausreichend. Das ist auch nicht so, dass ich denke, oh, der Sound ist jetzt aber, sondern der ist gut, der ist echt gut. Der ist halt bei den AirPods halt spitze, ne? Ich höre alles um mich rum. Manchmal höre ich auch zu viel um mich rum. Wenn ich an einer lauten Straße bin, dann muss ich lauter machen. Das heißt, wenn du jetzt jeden Tag irgendwie an einer Hauptstraße laufen gehst, dann muss man vielleicht auch nochmal überlegen, ob man die Shox holt. Aber dieses Open-Ear-Konzept gefällt mir sehr gut. Und vor allem macht Shox hier quasi, geht einen neuen Weg und sagt, hey, wir haben jetzt die Bone Conduction Kopfhörer seit vielen Jahren, aber die haben halt den Nachteil, dass der Sound nicht so gut ist, dass er halt dumpf ist, weil der Sound halt über den Schall des Knochen kommt und halt nicht hier ins Ohr reingeht wie beim normalen Kopfhörer. Darum bringen wir jetzt etwas raus, wo der Sound besser ist. Und was übrigens auch noch bei diesen Open Fit gut ist, also natürlich ist die Hülle hier größer als bei den AirPods oder bei den Jabra. Aber die anderen Shox Kopfhörer, die gehen hier einmal hinten so über meinen Nacken. Die haben diesen Nackenbügel. Ja, und das ist natürlich auch für den Transport, dann brauchst du natürlich noch mehr Platz, ne? Also ich glaube, da gibt es dann auch gar keine richtige Hülle mehr für. Und dafür sind die halt wieder transportabel. Also mir gefallen die echt gut. Ich kann die sehr empfehlen. Ich würde mir wünschen, dass der Preis noch ein bisschen günstiger wird. Vielleicht so in die Richtung 130 bis 150 €. Ich glaube, dann hätte ich auch schon viel eher einmal zugeschlagen als bei den 190 €. Aber manchmal findet man sie im Internet auch ein bisschen günstiger als den Originalpreis. Von daher für mich, gerade wer im Sportbereich unterwegs ist, eine klare Kaufempfehlung.